Hallo Angelfreunde, immer wieder werde ich gefragt, in meinem Fluss gibt es keine Buhnen, es gibt keine Seemündungen und auch keine Hafenbecken. Wo soll ich die Zander suchen? Und das ist eine spannende Frage, die ich mir hier in diesem Fluss jetzt auch stellen muss. Ich habe also hier mit einheimischen Anglern gesprochen und die finden die Zander tatsächlich in einer bestimmten Wassertiefe, nicht so starke Strömung und vor allem auch nicht zu tief. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Die sagen alle, die kleinen Zander, die kriegst du tief, die großen Zander sind in vorgegebener Wassertiefe 4 Meter plus minus 1 Meter ist die beste Wassertiefe. Also sucht euch nicht nur die Mündungen und Kehrwasser und so weiter, sondern achtet auch auf die richtige Tiefe und vor allem den richtigen Untergrund im Fluss.